Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich starte heute mal einen Lesevlog und zwar zu einem Buch, was ich persönlich finde, doch sehr gehypt ist und ich habe es mir ausleihen können von einer lieben Freundin und zwar von Rebecca Ross, Divine Rewards. Ich hoffe, man spricht das so aus. Aus dem Lux Verlag ein wunderschönes Cover. Auch wenn ich jetzt persönlich ja nicht der Fan immer so von Gesichtern bin. Und es hat auch einen wirklich sehr, sehr schönen Buchschnitt. Also ist wirklich sehr schön aufgemacht. Eine liebe Freundin von mir hat es heute beendet und hat, ja, als wir uns dann heute gesehen haben, es direkt mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe es doch schon sehr häufig auf Instagram gesehen und dachte, ich bin jetzt einfach mal gespannt, was so ein bisschen hinter diesem Hype steckt. Wir haben zwei Rivalen, zwei Geschichten, zwei Herzen, ein Schicksal. Divine Rewards ist die romantischste Geschichte des Jahres, eine prickelnde Arbeitsrivalität, zwei magische Schreibmaschinen und ein göttlicher Krieg. Dieses Buch wird euch bezaubern. Das sagt zumindest Deiner Blogs You. Ich vermute mal, der Blog heißt so. Und auch meine Freundin hat gesagt, 4,5 von 5 Sternen. Den Kritikpunkt wollte sie mir nicht so ganz erzählen, weil er wohl was mit dem Ende zu tun hat. Könnte natürlich sein, dass das Buch irgendwie einen Cliffhanger hat. Es wird ja einen zweiten Teil geben, der auch schon angekündigt ist für Juni oder Juli, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber es wird auch nur zwei Teile geben. Und ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach so ein bisschen regelmäßig mit in diesem Buch, erzähle euch vielleicht alle 50, 60, 70, 100 Seiten mal ein bisschen was dazu und versuche natürlich spoilerfrei zu bleiben. Aber so ein paar Gedanken, Gefühle, so ein bisschen mitraten können wir ja auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass euch ja der Lesevlog gefällt. Wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß damit. Und gucken wir mal, wo uns die Geschichte so ein bisschen hinführt. So, ich bin noch gar nicht weit gekommen. Ich bin tatsächlich noch bei der Triggerwarnung und ich finde es tatsächlich super interessant, dass man jetzt Triggerwarnung ans Ende der Geschichte setzt, was durchaus Sinn macht. Es wird aber auch wirklich erzählt, dass es eben sich um Triggerwarnungen handelt, aber natürlich auch Spoiler fürs gesamte Buch. Ich bin jetzt niemand, der von etwas getriggert wird, außer vielleicht von Tieren, die sterben. Und vielleicht auch Menschen, die irgendwie sterben, wobei mich das nur bedingt triggert. Und ich finde auch Triggern so einen ganz schwierigen Begriff, weil Triggern ist ja tatsächlich etwas sehr Psychologisches, was ich glaube, wir sehr inflationär verwenden. Aber was ich tatsächlich hier gut finde, ist, dass man eben sagt, hey, lieber Leser, liebe Leserin, wenn du das Gefühl hast, du bist hier irgendwie Trigger verdächtig, dann guck doch bitte auf Seite 493 und da findet man die Trigger. Also ich habe zwei, drei Dinge abgefragt. Ich habe auch gefragt, wie spicy die Geschichte sein wird und ich glaube, der Spice-Grad war 1 von 5, also scheint nicht ganz so spicy zu sein. Mal schauen, ob sich das mit mir passt. Und ich weiß auch, dass es hier um Krieg geht und auch so ein bisschen um Trauer und Verarbeitung. Und ich glaube, das ist jetzt auch noch nichts, was man irgendwie als Spoiler nehmen kann, weil es geht ja schon um den Krieg von Göttern. Und dementsprechend, ja. Mich würde mal interessieren, wie findet ihr Triggerwarnungen? Lest ihr die durch? Schaut ihr euch das vorher an? Seid ihr Menschen, vielleicht auch die von etwas Besonderem getriggert werden, wo ihr müsst jetzt ja nicht verraten von was, aber dass ihr sagt, ja, ich lese das, weil ich eben mich bei manchen Dingen gestört fühle im Lesefluss. Lasst uns das gerne mal ein bisschen besprechen. Finde ich tatsächlich ein ganz spannendes Thema, auch wie vordergründig das so in den letzten 5 Jahren vielleicht irgendwie gewachsen ist. Liegt das daran, dass bereits die Jugendbücher oder die New Adult Bücher, die jungen Erwachsenenbücher so sexuell wurden, beziehungsweise auch man ja ganz oft diese Bad Boy Geschichte eben mit so einem Hintergrund hat, dass man das jetzt einfach ganz, ein bisschen ernstere Themen in den Fokus rückt und man deswegen sagt, okay, jetzt brauche ich Triggerwarnungen, war früher die Kost des Lesens noch ein bisschen leichter. Müsste man vielleicht mal drüber nachdenken. Ich werde darauf auf jeden Fall mal ein bisschen achten. Ich habe jetzt nicht in die Triggerwarnung reingeguckt. Einfach aus dem Grund, wie gesagt, dass ich mich nicht getriggert fühle. Und habe auch ein schönes Lesezeichen ausgewählt. Und zwar eins, was ich letztes Jahr zum Nürnberger Booktuber-Treffen mir gekauft habe. Das war am 20. Mai.
Finde ich richtig schön. Und ich habe kommentiert, Booktuber-Treffen Nürnberg, 20. Mai 23. Schewas. Ja, und das war wirklich richtig, richtig schön. Wenn ich dran denke, packe ich euch den Vlog von Nürnberg, von dem Treffen letztes Jahr mal unten in die Infobox. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, da reinzuschauen und ein paar Booktube-Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen. Und ja, aber es soll ja hier eigentlich um das Buch gehen, was, ich muss echt sagen, schon wirklich ein sehr schönes Cover hat. Ich muss echt sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Obwohl, eigentlich, ja, aber ich finde es echt schön. Also mir gefällt es richtig gut. Ich kann verstehen, dass zumindest um das Cover und den Buchschnitt ein Hype gemacht wird. Ob jetzt auch der Inhalt überzeugt, daran mache ich mich jetzt. Ich habe die ersten 50 Seiten gelesen und muss sagen, ja, es hat eine gewisse Anziehungskraft. Ich finde den Stil noch nicht so locker leicht, wie ich ihn vielleicht irgendwie erwartet hätte. Ich finde es manchmal ein bisschen verwirrend mit was sind Gedanken, was sind Rückblicke und wo sind wir jetzt. Aber ich glaube, das ergibt sich jetzt einfach auf den weiteren Seiten. Bisher ist noch nicht so viel passiert in den 50 Seiten, was gar nicht schlimm ist, weil es ja doch gerade auch erst die 10% sozusagen des Buches sind. Aber ich muss sagen, ich fand es schon ganz spannend, dass wir hier eben schon merken, okay, es herrscht irgendwie Krieg. Es ist Götter rufen in Träumen, in Gesängen nach ihren Soldaten und wir hier die Verabschiedung eben haben von einer Schwester, von ihrem Bruder, der in den Krieg zieht und sie selbst ja dann eben auch ja nicht ganz so gut mehr ja sozusagen auch in der Schule ist und jetzt eben in Konkurrenz steht mit einem anderen Kolumnisten und aber so ein bisschen gefördert und gepusht werden soll. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht, muss aber schon sagen, ja, ich fand die ersten 50 Seiten ganz gut. Aber jetzt noch nichts, das mich vollumfänglich gepackt hat, aber auch nichts, wo ich sage, oh, das ist aber schon ganz schön zäh oder langsam, das gar nicht. Also ich finde, durchaus ein guter Start und wir gucken jetzt einfach mal, was die weiteren Seiten ein bisschen ergeben. Und ich muss schon sagen, also dieses Lila, nicht schlecht, oder? Ich habe, während ich auch beim Friseur war und die Haare ein bisschen sommerlich habe schneiden lassen, weitere 100 Seiten im Buch gelesen und ich bin sehr angetan. Also ich muss sagen, so das Anfängliche, wo ich nicht so richtig wusste, wo die Geschichte hingeht, gefällt mir jetzt richtig, richtig gut. Ich mag Iris als Charakter super gerne, die gerade ja in so einer Phase ihres Lebens ist, die wirklich nicht einfach ist, die wirklich Schicksalsschläge zu erleiden hat. Ich mag Kit, unseren Gegenpart sozusagen. Ich finde es total schade, wie so sein Leben abläuft, was er schon ertragen hat. Und ich fühle das sehr, sehr, sehr mit. Also ich finde beide schon sehr tiefgründige Charaktere. Das hat sich in den letzten 100 Seiten wirklich richtig gut aufgebaut. Wir beginnen jetzt auch so ein bisschen mit Briefe schreiben, denn eigentlich schreibt Iris ihren Bruder an die Front, aber da passiert etwas und die Briefe landen bei Kit und das finde ich richtig schön gemacht. Ich mag, wie sie tatsächlich einen anderen Stil verwendet, unsere Autorin, und die Briefe anders klingen als der Schreibstil von Rebecca Ross. Ich habe ihren Namen vergessen. Ja, Rebecca Ross. Und ich finde das richtig, richtig gut. Also mir gefällt das wirklich gut. Ich finde es etwas schade, dass wir Perspektivwechsel innerhalb eigentlich eines Kapitels haben und wir sowohl mal Iris sind als eben auch Kit. Das verwirrt mich nach wie vor immer mal, wenn wir umschwenken und ich noch gar nicht so richtig verstanden habe, ah, wir sind jetzt ja, jemand anders, also Kit, aber ich mag den Stil gerne. Also ich finde, die 100 Seiten haben sich jetzt irgendwie sehr schnell lesen lassen. Sie waren sehr tiefgründig, emotional und ich habe tatsächlich auch schon zwei Markierungen gemacht. Das Buch beinhaltet ja auch so ein bisschen, ja, auf jeden Fall ein bisschen Trauer. Es geht ja auch um den Krieg zu den Göttern und wir erfahren hier auch die Geschichte der Götter, also weswegen die Obergöttin und der Untergott da irgendwie Probleme miteinander hatten, wie es dazu kam, zu dem Krieg, der jetzt eben auch hier ist. Das fand ich toll gemacht, wie uns das erzählt wurde, nämlich nicht einfach nur erzählt, sondern wir wurden so ein bisschen hineingeworfen in diese Vergangenheit, in diese Handlung und das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und ein sehr schönes, ja, schöner Absatz, der sich jetzt hier verborgen hat, ist: Ich glaube, wir alle tragen eine Rüstung. Diejenigen, die das nicht tun, sind Narren, die den Schmerz riskieren, immer wieder von den scharfen Kanten der Welt verwundet zu werden. Und das finde ich echt schön.
Also, das gefällt mir gut. Aber wenn ich etwas von diesen Narren gelernt habe, dann, dass Verletzlichkeit eine Stärke ist, die die meisten von uns fürchten. Man braucht Mut, um seine Rüstung abzulegen und dem Menschen zu zeigen, wie man ist. Manchmal geht es mir genauso wie dir. Richtig, richtig schön. Und die zweite Markierung, die ich vorgenommen habe, ja, da geht es so ein bisschen um Trauer, Bewältigung oder. Ach ja, Bewältigung ist das falsche Wort, sondern eher so ein Gedanken dazu, dass eben Trauer irgendwie doch vergeht, dass ich wirklich sehr fühle, sehr schön finde und mich emotional doch sehr ergriffen hat. Denn aber die Zeit wird dich langsam heilen, so wie es bei mir der Fall ist. Es gibt gute Tage und es gibt schwierige Tage. Deine Trauer wird nie ganz verschwinden. Sie wird immer bei dir sein. Ein Schatten, den du in deiner Seele trägst. Doch sie wird matter werden, so wie dein Leben heller wird. Du wirst lernen, wieder außerhalb deiner Trauer zu leben, so unmöglich das auch klingen mag. Und das fand ich richtig, richtig schön. Also das hat wirklich. Oh, so richtig mein Herz erwärmt und ich hätte nicht gedacht, dass so viel Tiefgründigkeit in diesem Büchlein steckt, also Büchlein in diesem Buch steckt. Ich glaube, so mein Vorurteil, dass das hier so ein bisschen eine jugendlichere New Adult Fantasy Romantasy Story ist, das fühle ich gerade tatsächlich nicht. Also für mich fühlt sich das tatsächlich trotz dieses Konkurrenzdenkens dieser Protagonisten. Ja, er fühlt es sich wirklich erwachsen an und man merkt, dass hier Trauer und Krieg schon ein präsentes Thema ist und ich einfach neugierig bin, wo es hingeht. Also Divine Rewards überrascht mich zumindest auf den knapp ersten 150 Seiten und ich bin wirklich richtig toll, ja, jetzt abends zum Lesen gekommen. Wie man sieht, es ist ein bisschen kühler geworden. Ich habe es mir auf der Couch gemütlich gemacht. Und ich freue mich aufs Weiterlesen. Ich denke mal später, so vor dem zu Bett gehen, wird auf jeden Fall noch ein bisschen gelesen. Werde ich, denke ich, dann morgen berichten. Nebenbei höre ich ja auch ein bisschen ein Hörbuch. Deswegen wird die Lesezeit natürlich ein bisschen aufgeteilt. Aber gefällt mir bisher wirklich gut. Und ich bin einfach total neugierig, wo es hingeht. Auch die Entscheidungen, die so getroffen wurden, was das so ein bisschen an Ausmaß sozusagen für die Charaktere hat. Ich bin sehr, sehr neugierig, sehr gespannt und ja. Wir sehen weiter. Ich sitze hier wieder mit dem Büchlein und bin jetzt auf Seite 230. Habe also fast die Hälfte schon gelesen und es macht mir nach wie vor großen Spaß. Die beiden, Roman und Iris, schreiben ja mittlerweile Briefe. Roman weiß auch, wem er die Briefe schreibt. Iris, hat noch keine Ahnung, dass sie hier ja eigentlich ihren ehemaligen Rivalen Briefe schreibt. Und das Mystische daran über die Schreibmaschinen, das finde ich so schön. Ich finde diese Auflösung, die wir erfahren haben, richtig toll. Ich mag, wie beide Briefe schreiben, wie herzlich das ist, wie respektvoll da geschrieben wird. Es ist nicht irgendwie schmachtig oder überromantisch und das finde ich richtig, richtig schön. Also mir macht das großen Spaß, wie sie so ein bisschen die Rätsel lösen um die Götter, um die Kriege, wie das so entstanden ist, warum jetzt auch Krieg herrscht und wir sind bei Iris auch mitten im Krieg. Also es gab jetzt auch schon einen Kriegsalarm mitten in der Nacht und man spürt schon diese Atmosphäre, die sehr beengt ist und auch beängstigend und wie sie so ein bisschen auf Spannung steht. Immer darauf bedacht, dass jetzt irgendwas geschehen könnte. Und das, muss ich sagen, gefällt mir auch richtig gut. Jetzt bin ich kein Freund von Kriegsgeschichten. Und ich glaube, wir haben in der Welt eigentlich aktuell genügend Kriege, dass man da vielleicht gar nicht in der Fantasy so dazu greifen, müsste. Aber ich finde es hier sehr angenehm, weil nicht so extrem auf dieses Kriegsspektakel selbst aktuell zumindest das Augenmerk gelegt wird, sondern auf das Drumherum. Also auf die Kranken, auf die Soldaten, auf die Lazarette und eben auch auf die Reporter, was ja jetzt mittlerweile auch Iris, geworden ist. Und dass man da einfach merkt, wie. Ja, ich finde tatsächlich sehr respektvoll. Also das gefällt mir richtig gut, dass das nicht ausgeschlachtet in irgendeiner Art und Weise wird, sondern schon Gefühle da sind, es emotional ist, aber eben auf einer kleinen persönlichen Ebene und nicht so in diesem Kollektiv. Und das gefällt mir richtig gut. Also ich muss sagen, mir macht das Buch wirklich großen Spaß. Ich greife auch jetzt wirklich sehr regelmäßig immer in freien Momenten dazu und höre nebenbei ein bisschen Hörbuch, aber da bin ich auch bald fertig. Und dann wird sich komplett auf dieses Buch
am Wochenende auch konzentriert und es macht wirklich Spaß. Also hätte ich nicht erwartet. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann so ein bisschen auflösen wird, ob Iris dann natürlich auch irgendwie wo erfährt, wer hinter den Briefen steckt und wie sie darauf reagiert. Und ich finde auch schön, welche Rollen so die Großeltern spielen. Und ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Auch das mit den Göttern. Also, dass Götter kriegslustig sind, wissen wir ja, glaube ich, aus sehr vielen Mythologien. Und von daher ist das gar nicht hier so unrealistisch. Und ja, ich lese jetzt noch ein bisschen weiter und melde mich wieder. Und während ich lese, läuft nebenbei nicht nur die Katze, die hier gammelig daneben liegt, sondern läuft bei mir Sacred Groove von Mists of Serenlee. Und das ist mir so zufällig, ich glaube schon vor 3-4 Monaten mal über den Weg gelaufen. Und ich finde das richtig, richtig schön, weil es ist so eine keltische Fantasy-Musik. Und ich finde, das passt super, super gut, so ein bisschen in diese Fantasy-Geschichte mit hinein. Kann ich euch jetzt natürlich gerade nicht vorspielen, aber ihr könnt ja selbst mal vorbeischauen, da mal reinhören. Mir gefällt der Sound hier richtig, richtig gut. Und von den Bildern kriege ich nicht ganz so viel mit, weil ich ja aufs Buch schaue. Ich glaube, immer das Stück, was jetzt läuft, dauert 1 Stunde. Und jetzt seht ihr mich ja auch im Hintergrund. Und das ist tatsächlich auch ganz gut, um einfach zu wissen, so, jetzt habe ich 1 Stunde gelesen, jetzt mache ich vielleicht eine kleine Pause. Also sowas finde ich tatsächlich immer richtig schön und dass die Katze hier in der Sonne liegt, natürlich auch. Ich bin nun auf der Seite 360 angekommen und während es draußen regnet und gewittert und irgendwie nicht wirklich schön ist, ja, habe ich es mir hier gemütlich gemacht und lese. Und ich muss sagen, jetzt ist natürlich das Geheimnis so ein bisschen aufgeflogen. Und auch wenn ich unsere Protagonistin Iris verstehen kann, dass sie verärgert ist, dass sie enttäuscht ist, ich finde das immer so unglaubwürdig, dass man den anderen keine Erklärung gibt. Und ja, Roman hat sie angelogen, er hat ihr nicht die Wahrheit gesagt, wobei angelogen eigentlich nicht, er hat ja nur nicht die Wahrheit gesagt, beziehungsweise er hat eben etwas verschwiegen. Und ich verstehe diese Überreaktion nicht. Also es ist auch gerade etwas passiert. Wir sind hier ja jetzt auch in einem Kriegsschauplatz und das waren gerade trotz des Krieges und trotzdem, was gerade passiert ist, waren das so schöne Momente, wo man gemerkt hat, wie wichtig sich beide nun nehmen, was sich da für eine Freundschaft aufgebaut hat. Und dann ist sie irgendwie von 0 auf 180 in 2 Sekunden, weil sie, ich glaube, eigentlich am meisten über sich selbst verärgert ist. Und das ist einfach was, was mir oft in Büchern für eher jüngeres Publikum nicht gefällt. Dass es immer dramatisch ist, dass es immer dann so große Enttäuschungen, so große Gefühle, großes Entsetzen und als würde die Welt irgendwie untergehen. Und das finde ich tatsächlich anstrengend. Das mag ich in, ich sag jetzt mal, Fantasy eher doch für ein erwachsenes Publikum. Da ist eben nicht immer alles gleich Drama und die Welt geht unter und alles ist schlimm und oh Gott, er hat mein Vertrauen missbraucht. Und ich denke so, Mensch Mädel, eigentlich hättest du es auch selbst merken können. Ich habe da manchmal so wenig Mitgefühl für die Charaktere, weil vielleicht hätte sie es anhand der Buchstaben auch irgendwie erahnen können. Und ich weiß nicht, wie kann man denn Menschen immer so misstrauen und immer so negativ sein? Und ja, sie darf verletzt sein und sie darf das auch äußern und sie darf auch sagen, hey, du hast hier mein Vertrauen missbraucht. Aber immer dieses Drama, 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 das finde ich tatsächlich immer ein bisschen anstrengend in jugendlicherer Fantasy. Obwohl mir ja sonst die Geschichte wirklich richtig, richtig gut gefällt. Also das, auch der Stil gefällt mir sehr gut. Auch wenn jetzt die Briefe so nachgelassen haben, weil beide ja so ein bisschen am gleichen Ort waren. Aber das war schon immer so etwas Schönes, was so mit eingeflochten wurde. Ich bin jetzt gespannt, es sind jetzt, glaube ich, noch knapp 130, 140 Seiten, 30 Seiten knapp. Und dann gehe ich ja mal davon aus, dass die Geschichte im zweiten Teil, glaube ich, kommt ja dann irgendwo hier hinten auch schon, die Ankündigung dann eben auch weitergeht. Genau, 25.06. Ruthless Vows. Okay, die Liebesgeschichte geht weiter. Ja, also ich vermute, dass die Geschichte dann natürlich von beiden weitergeht. Und das aber ja auch nur eine Dialogie wird. Aber Stil gefällt mir nach wie vor gut. Aber hier habe ich jetzt wirklich so 2-3 Mal mit den Augen gerollt und gedacht, es konnte es nicht einfach mal anders sein, als es sonst in Jugendbüchern ist. Nein,
konnte es nicht, was ich echt, echt schade finde. Aber ich lese jetzt weiter und ja, freue mich trotzdem jetzt so ein bisschen in die spannende Endphase zu kommen. Wir nähern uns dem Ende. Ich bin jetzt auf Seite 438 und es war gerade richtig schön romantisch, so ein bisschen kitschig und ach, es war einfach schön. Es hat mir sehr gut gefallen und ich fand auch schön, dass sich der Spice-Anteil doch recht gering gehalten hat. Ich hatte hier eigentlich eine Spur mehr erwartet, aber man hat es schön beschrieben und man hat ja, es wirklich sehr angenehm gehalten, wie ich fand. Man hat nicht so mit der Kamera drauf gehalten, wie ich immer so schön sage. Und ich fand das richtig schön. Es war romantisch und lieb und auch irgendwie echt und ach, das hat mir gut gefallen. Also ja, auch hier große Begeisterung, wie man mit diesen Szenen, Gefühlen so ein bisschen umgeht und das hat Rebecca Ross auch sehr, sehr, sehr gut gemacht. Das Buch ist beendet und ich muss sagen, ich bin tatsächlich sehr begeistert von dem Buch. Ist es ein Highlight? Ja. Ich glaube, ich muss gar nicht so viel darüber nachdenken. Es hat mich wirklich überrascht. Es ist sprachlich richtig schön. Ich mag, dass wir diese Briefform hatten. Ich mochte die Dialoge. Ich mochte die Charaktere. Ich fand dieses Kriegssetting sehr gut atmosphärisch rübergebracht. Natürlich kann man sich fragen, braucht man gerade ein Kriegssetting? Aber ich glaube, das könnte man sich bei all diesen Dystopien oder postapokalyptischen Geschichten fragen. Ich mochte diesen etwas magischen Anteil, den es so ein bisschen auf sich hatte mit den Briefen. Ich fand Roman und Iris als Paar richtig schön. Ich mochte so ihre Rivalität und dann so ein bisschen diese Freundschaft und was sich darum entwickelt hat. Und ich muss sagen, das Ende ist mehr als gemein. Also wir haben hier schon einen sehr starken Cliffhanger, wo ich denke, oh, wann ist endlich Ende Juni? Ich möchte lesen, wie es weitergeht. Also es ist für mich definitiv in der Jugendfantasy ein Highlight. Es kommt aber nicht dran, zum Beispiel an ein Panem oder ja, ich glaube, Panem lässt es sich wahrscheinlich am besten vergleichen, so ein bisschen dieses Dystopische, dieses Krieg, dieses Gewaltvolle, gleichzeitig entspinnt sich so eine Freundschaft, Liebesgeschichte, aber ich würde sagen, so auf jeden Fall ein kleines Highlight, würde ich definitiv sagen. Ich habe nicht viel zu meckern, das habt ihr, glaube ich, jetzt auch im Vlog so ein bisschen mitbekommen. Ich glaube, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, ist ja das Verhalten bei diesem Twist, als Iris eben so ein bisschen erfährt, wer so dahinter steckt. Das hat mir tatsächlich nicht gefallen. Dagegen war es aber dann schön, dass es sich doch aufgelöst hat, dass sich unterhalten wurde, dass kommuniziert wurde. Und ich glaube, das hat mich dann wieder ein bisschen milder gestimmt. Also für mich wirklich ein kleines Highlight, ein überraschendes Highlight, womit ich nicht gerechnet hätte, dass es mir so, so, so gut gefällt. Und das Buch ist bestimmt nicht perfekt. Ich habe tatsächlich auch so eine gute Handvoll Grammatikfehler entdeckt, was ich aber gar nicht schlimm finde. Aber sonst hat es mir wirklich sprachlich gefallen. Ich mochte die Spannungsbögen, die enthalten waren. Ich mochte die Twists. Ich mochte die Idee mit den Göttern. Ich mochte die Idee mit den Briefen, auch was so dahinter war. Und ich fand es wirklich einfach schön erzählt. Also es hat mich wirklich gepackt, gefesselt. Hier kommt die Katze, die sich jetzt beschwert, warum da ein Buch auf ihrem Baum steht. Aber ich fand das jetzt so als Abschluss ganz gut. Und ja, es hat mich wirklich unterhalten. Es hat mich wirklich begeistert. Und ich hätte es einfach nicht gedacht. Kommt für mich tatsächlich so an diesem Überraschungsgefühl ran, wie auch Fourth Wing, wo ich ja auch eigentlich gar nicht so damit gerechnet hatte. Also ich hatte schon erwartet, dass es mich begeistert, sonst hätte ich es mir damals nicht als Hardcover gekauft. Aber ich glaube, da muss man demnächst auch mal weiterlesen. Hier werde ich auf jeden Fall den zweiten Teil lesen und ich freue mich da schon drauf. Bin mega gespannt, wo diese Geschichte hingeht, ob wir die Götter etwas beschwichtigen können, was es da vielleicht tatsächlich auch noch auf sich hat und wie die Geschichte dann ändert und auch rund um die Suche nach dem Bruder von Iris und überhaupt dieses ganze Kriegsgeschehen. Und ja, also hat mir richtig, richtig gut gefallen und jetzt seid ihr natürlich ja am Zug und könnt gerne mal in den Kommentaren erzählen, wie es euch gefallen hat, wenn ihr es schon gelesen habt und auch wie euch natürlich der Vlog gefallen hat und ja, ob sowas öfter mal
auf dem Kanal irgendwie gestaltet werden soll, ob ich das öfter mal machen soll, und sagt mir das sehr, sehr gerne. Und mit einem Begeisterungsgesicht sozusagen zu dieser Geschichte verabschiede ich mich jetzt. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.